Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das Video eigentlich wird. Es wird auf jeden Fall eine Review, aber ich habe keine Ahnung, was ich sagen werde. Dieses Album, Donda, bringt mich um den Verstand. Für mich gibt es auf diesem Album so viele Rätsel. Und diese Rätsel werden wahrscheinlich erst irgendwie veröffentlicht, wenn er selber was dazu sagt. Und das ist der ganze Catch von dieser Sache. Fangen wir einfach mal von vorne an. Kanye hat jetzt seit fast 2 Jahren versucht, ein Album zu droppen gefühlt. Sei es jetzt Yandi oder Jesus is King 2 oder jetzt 10.000 Mal Donda. Der Mann hat vieles angekündigt und hat sich dann letzten Endes doch mal zurückgezogen nach den Präsidentschaftswahlen. Der Mann war nach der Präsidentschaftswahl deutlich inaktiver auf Social Media, sodass wir nur noch spekulieren konnten und im Endeffekt uns auf verschiedenste Quellen vertrauen mussten, die dann im Endeffekt nur Scheiße gelabert haben. Lustigerweise war die einzig vernünftige Quelle ein Mensch, der bei Bühne Frei schon dabei war. Der Mann heißt Black Mass und er hatte auf jeden Fall mal Bock, das richtige Wissen mit uns zu teilen. Also das erste Dank von diesem Album gebührt ihm. Dank ihm wussten wir zum Beispiel über die Listening Parties viel besser Bescheid. Dieses Album hat nämlich 3 Listening Parties genossen, 2 in Atlanta und 1 da hinten in Chicago. Und während dieser Promo-Phase, wo es eigentlich wirklich darum geht, Alben zu verkaufen mit allem drum und dran, war trotzdem Kanye still. Kanye hat, glaube ich, nur ein paar Bilder auf Insta gepostet. Und by the way, zu dem Zeitpunkt von diesem Video ist immer noch fucking Funkstille. Und das Verwirrende an diesem Album, um mal ein bisschen die Einleitung zu geben, ist schon das Albumcover. Das Albumcover ist für mich eine Grenze zwischen, das geht total klar, und Junge, was ist denn jetzt schon wieder los? Weil einerseits denke ich mir, von nichts kommt nichts und ein schwarzes Albumcover zu etwas, was man weder angekündigt hat, noch irgendwie was kommentiert hat oder sonst was, das passt perfekt. Andererseits denke ich mir aber auch wieder, das ist fucking lazy. Und das habe ich schon bei Childish Gambino nicht verstanden. Weil Childish Gambino hatte ungefähr die gleiche Idee, bloß noch kryptischer. Und dass das Album entweder nicht fertig ist oder dass das Album vielleicht sogar kein Album darstellen soll, diese Gedanken kreisen sehr gerne gerade bei mir rum. Aber lasst uns doch mal über das Album reden. Im Endeffekt, es gibt 27 Songs auf dem Ganzen. 1 Stunde 48 Minuten, das ist zu viel. Tut mir leid, aber für jeden Künstler der Welt, auch wenn es Kanye war, das ist zu viel. Das ist für das erste Mal, wenn man ein Album hört, eigentlich ganz angenehm, weil man auch bei einem Album merkt, dass die 27 Songs nicht so anstrengend sind anzuhören. Ich würde beispielsweise viel lieber 27 Songs von Donda hören als 10 von Jesus is King. Mein Punkt ist aber bloß folgender: Ich werde in ein paar Jahren nicht 27 Tracks hintereinander anhören können. Die Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich nur für Superfans da. Ich bin Kanye West Fan, aber ich bin kein Superfan. Und daher sind einfach 27 Songs, das sind 6 mehr, als er es normal bei seinem Rekord geschafft hat. Ich glaube bei College Dropout, das ist zu viel. Und mit Rekord meine ich die meisten Songs quasi auf einem Album von Kanye. Ich glaube, College Dropout sowie Late Registration teilen sich die 21 Songs. Ich glaube, es macht davor vielleicht noch Sinn zu sagen, dass Donda die verstorbene Mutter von Kanye ist. Und die eine Hälfte von diesem Album stellt für mich auch ganz klar dar, dass Donda eine sehr, sehr Tribute-lastige Story ist. Und ich denke, die andere Hälfte gebührt aber auch ein bisschen zu Kim Kardashian. Kim Kardashian ist nämlich die baldige Ex-Frau von Kanye West. Die waren jetzt 7 Jahre miteinander verheiratet und das ist jetzt auch aus. Und man kann immer wieder auch raushören, dass er ein bisschen Commentary dazu abgibt. Fangen wir aber gleich mal mit Track 1 an, das ist Donda Chant. Donda Chant ist ein sehr verwirrendes Intro. Hier hast du eine Frau, die für 52 Sekunden das Wort Donda sagt. Es ist wirklich nur Donda, 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 Donda. Es gibt Theorien im Internet, die besagen, dass dies die letzten Herzschläge von Donda West sein sollten. Ich persönlich glaube daran nicht. Ich glaube, das hat einfach was eher Spirituelles an sich. Einfach bloß vielleicht, dass er ständig in Gedanken zu ihr ist. Gehen wir aber gleich rüber auf Track 2, Jail mit Jay-Z. Dieser Song ist so eine geile Hymne. Kanye hat hier eine sehr, sehr angenehme Stimme. Ich habe übrigens keines der Listening Parties verfolgt, deswegen war ich umso mehr begeistert, dass Jay-Z hier drauf war. Ich habe zwar mitbekommen, wer hier und da ein Feature sein soll, aber ich habe auch mitbekommen, dass hier und da immer was removed wurde und dann wieder hinzugefügt. Von dem her wusste ich nie, ist es jetzt was, ist es was nicht. Jedenfalls Jay-Z, what the fuck? Wahnsinns-Bars, die ich hier mal einblenden werde. Jedenfalls stellt Jay-Z definitiv eines meiner Lieblingsfeatures auf dem Album dar. Wo wir schon beim Punkt Features sind, dieses Album hat so viele Features, dass ich manchmal denke, vielleicht wären ein paar weniger besser gewesen. Das heißt zwar nicht, dass die Features hier schlecht waren, sondern eher, ich mag es, wenn auf einem Kanye West Album
Kanye West drauf ist. Ich denke, dass es manche Artists hier gibt, die sehr viele Features brauchen oder bei denen viele Features ein bisschen besser angebracht ist. Zum Beispiel French Montana. Ich denke, French Montana ist ein sehr schlechter Rapper und deswegen braucht er auch sehr viele Features. Aber Kanye braucht eigentlich gar nicht so viele Features. Ich mag Kanyes Rappen, ich mag Kanyes Singen. Von daher ist es eine Kritik, die eher so an persönliche Präferenz herangeht. Das muss jeder für sich selber wissen. Im Endeffekt, ich persönlich war jetzt nicht so begeistert, dass hier so viele Features drauf waren oder so viele Songs. Dann kommen wir zu Track 3, God Breathed. Worry ist für mich die Entdeckung dieses Albums. Tatsächlich hat 4 Features auf dem ganzen Projekt. Der Track hat mich sehr an die Yeezus-Ära von ihm erinnert und ich mag weder Yeezus noch diesen Song. Ich fand den ehrlich gesagt jetzt nicht so toll. Dieser Vocal-Chop, der hier ständig drin ist, dieses hier, ist, ich kann es nicht gescheit nachmachen, aber wer das Album gehört hat, der weiß, was ich meine. Dieses hier ist sehr nervig. Und nach ein paar Mal hören hast du es auch schon verstanden. Gehen wir aber gleich wieder zu einem absoluten Banger rüber. Das ist Track 4 Off The Grid featuring 504 Rain und Playboi Carti. Playboi Carti zeigt hier wieder einmal, wie spaßig es sein kann, dem zuzuhören. Der Beat hat zur zweiten Hälfte etwas sehr Drill-lastiges und das feiere ich total, weil ich gerne, sehr, sehr gerne sogar, Kanye auf Drill höre. Das hat mich wirklich begeistert und ich würde mich wirklich auch darüber freuen, wenn Kanye mehr in diese Richtung mal gehen würde. 504 Rain als Feature war auch komplett in Ordnung. Ich bin mit dem Mann jetzt auch nicht so vertraut. Das einzige Mal, wo ich 504 Rain auch bisher gehört habe, war auf dem Drake-Tape von letztem Jahr. Von dem her war es sehr nett, ihn hier kennenzulernen. Aber dann kam Track 5. Hurricane. The Weeknd. Lil Baby. Wow, kleine Vorgeschichte zu dem Song. Der Song wurde sehr oft früher 80 Degrees genannt und ich habe diesen Song jahrelang schon auf YouTube gesuchtet. Die Version mit N. Clemens, die Version, wo Kanye West noch die Hook singt. Und diesen Song endlich released zu bekommen, ist so ein fucking Segen. The Weeknd, absolut perfekte Wahl, wirklich. The Weeknds Vocals sind so kristallklar. Ich habe, glaube ich, in dem Jahr noch gar nicht so oft Vocals gehört, die so wundervoll waren. Lil Babys erste Strophe war genauso geil. Und Kanye West allein wieder auch schon in den Track reinkommt. Das ist richtig, richtig geil. Einer meiner absoluten Lieblingssongs und ich bin so dankbar und so froh, dass dieser Track hier einen Platz gefunden hat. Track 6, Praise God mit Baby Keem und Travis Scott, auch absolut geil. Du hast ja am Anfang diese kleine Rede von Donda West, die aber schnell eingeleitet wird in diesen absolut kranken Intro-Sound von Travis Scott. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich feiere das aber so, wie der reingekommen ist. Ich habe sehr viel gelesen, dass Leute nicht so das Feature mögen von Travis auf dem Album. Dass er quasi entweder nichts zu suchen hatte, beziehungsweise auch, dass er nicht so viel dazu beigetragen hat. Alter, hör dir das Intro an. Wie hart der auf diesen Track kommt, ist nicht normal. Und wenn wir schon von brutal hart reden, Baby Keem, was für eine Woche, what the fuck. Der hat diesen Family Ties Song mit Kendrick Lamar gedroppt, der hat diesen Song hier gehabt. Baby Keem war auf diesem Song so sinnvoll platziert. Aber da muss man auch Kanye wirklich dafür loben. Vielleicht sind das zu viele Features, aber wenn diese Features platziert wurden, kann man sich nicht so wirklich drüber beschweren. Und das ist auch dieser Fakt von Kanye, den ich echt feiere. Er sieht Leute, er sieht das Potenzial und kann sie gut oder perfekt einsetzen. Meistens zumindest und dazu kommen wir auch später. Track 7 war Jonah mit 2 fantastischen Features von Worry und Lil Durk. Ich finde die Hook hier auch wirklich so sensationell. Ich denke, Worry hat hier eine sehr gute Kontrolle von Autotune gefunden. Das ist einfach angenehm anzuhören und bitte mehr. Ich muss den wirklich mal verfolgen. Aber genau das meine ich auch mit diesen Features im Endeffekt, wenn ich jetzt drüber wieder nachdenke, dass Kanye hier weniger drauf ist, als es wirklich mir lieb ist. Es sind gute Features, aber ich hätte gerne Kanye. Track 8 hieß Okay Okay und das beschreibt auch den ganzen Song. War okay, nichts Besonderes. Ich fand Lil Yadis Performance ziemlich gut, aber ansonsten lässt mich da jetzt nichts komplett irgendwie meinen Verstand verlieren oder sonst was. Währenddessen ist Track 9 namens Junior absolut geil, wirklich richtig, richtig geil. Das ist das perfekte Instrumental zwischen einem Collab von Playboi Carti und Kanye. Absolut geil, abgestimmt, die Chemie passt auch, ich fand das Instrumental cool. Ich finde die Hook auch ein bisschen witzig. Ich habe keine Ahnung, wer Junior Watanabe ist, wahrscheinlich irgend so ein Designer-Scheiß. Jedenfalls, Junior Watanabe ist auf seiner Wrist und ich finde das in Ordnung so. Kommen wir zu Track 10, eines der absoluten Highlights auf diesem Album, Believe What I Say. Das Sample Doo-Wop von Lauryn Hill, Weltklasse. Fucking Weltklasse. Ich hätte sehr gerne eine Lauryn Hill Strophe dazu gehabt, ist aber wie es ist. Auch so, Solo, völlig in Ordnung, das ist
komplett okay. Das ist so ein spaßiger fucking Song. Wenn ich auch ein bisschen drüber nachdenke, der Song ist nicht ganz solo bei Buju Benton. Das ist ein jamaikanischer Artist, glaube ich. Der war ein bisschen hier noch drauf. Aber grundlegend ist das ein Kanye-Song, völlig solo. Und der Song ist so gut. Der hat so einen richtigen Graduation-Style tatsächlich. Der Track hätte auch locker 10 Minuten gehen können. Ich habe mich nicht davon satt gehört und es wird lange dauern, bis ich mich davon satt höre. Als nächstes kommt der Song mit dem Sunday Service Core 24 bzw. 24. Das ist Track 11. Ist in Ordnung, ist cool, kann man so stehen lassen. Doch dann kommt eines der wenigen Schandflecke auf diesem Album. Es ist Track 12 Remote Control. Ich sehe gerade, dass ich komplett bescheuert aussehe. Wieso hat mir keiner was gesagt? Jedenfalls, Remote Control ist echt ein komischer Song. Der einzige Aspekt, der mir gefällt bei dem Song, ist dieses Pfeifen in der Mitte. Ich finde das ziemlich angenehm zu der Melodie. Young Thug's Vocals waren okay, die Zeilen waren okay. Kanye war in Ordnung, aber es war nichts Besonderes. Ich persönlich hätte jetzt den Song nicht auf dem Album gebraucht. Dann gibt es diese kleine Interlude Moon mit Don Toliver und Kid Cudi, sensationell. Die Chemistry zwischen Don Toliver und Kid Cudi war wirklich sensationell, wirklich sowas von gut. Was mir aber nicht so gefallen hat an dem Song ist, dass Kanye nicht drauf war, beziehungsweise er ist drauf mit ein paar Background-Vocals, aber das war's auch wieder. Klar, das ist eine Interlude, klar, das ist bloß eine kleine Einleitung zum nächsten Song, aber trotzdem. Ich denke, für das klare Potenzial, den der Song hatte, wäre es schön gewesen, tatsächlich Kanye auf einem Kanye-Song zu haben. Track 14 heißt Heaven and Hell. Das ist für mich ein sehr, sehr visueller Song. Ich kann mir sehr viele Dinge dazu vorstellen. So ein richtiger Actionfilm zum Beispiel. Denn das Instrumental ist sehr aufbauend und hat so eine richtige Drop-Zone, wo ich sagen könnte, wow, das ist okay. Das ist tatsächlich was, mit was man arbeiten könnte. Ich sage Drop, als wäre es ein EDM-Song, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aber genau das finde ich ein bisschen schade, denn ich hätte diesen Drop direkt brauchen können. Weil wenn das Instrumental mittendrin reinkickt, ist es so qualitativ besser. Track 15 ist auch wieder eine kleine Interlude. Das ist der Titeltrack Donda. Ich habe nichts dagegen. Finde den tatsächlich sogar echt nice. Dann haben wir Track 16 namens Keep My Spirit Alive. Ich feiere hier die Features wirklich hart. Hier ist Conway drauf. Hier ist Westside Gunn drauf. Hier ist Casey drauf. Das ist das erste Mal, dass ich von Casey höre. Ich habe seit einem Jahr schon sehr oft auf Twitter von ihm gehört. Da waren im letzten Jahr sehr oft die Twitter-Fingers von Casey sehr stark. Nämlich hat er sehr oft irgendwas gesagt. Ja, Kanye Job da und Kanye O und dies und ihr werdet es schon sehen und bla bla bla. Und dann ist nichts gedroppt und es war so eine Enttäuschung. Und Gott sei Dank hatten wir Black Mass. Jedenfalls, der Song ist Weltklasse. Der Song ist wirklich richtig klasse. Eines meiner absoluten Highlights. Besonders, ich finde es halt einfach geil. Westside Gunn, Vocals und besonders die Adlibs auf einem Kanye-Album. Und das fand ich auch einfach wirklich so spannend. Und ich muss es wieder erwähnen. Ich rede nicht über Kanye, weil Kanye ist hier irgendwie nicht so ganz der Main-Faktor. Dann haben wir Track 17 namens Jesus Lord mit Jay Electronica. Ich bevorzuge ganz klar Part 2. Und Part 2 ist der letzte Song auf dem Album. Das ist Track 7. Allgemein gibt es ja auch ein paar Songs, die Remixes darstellen sollen. Die wurden dann als Part 2 betitelt. Jedenfalls hattest du zum Beispiel einen Jail Part 2 mit Marilyn Manson und DaBaby, den ich mir nicht anhören werde, weil ich weder DaBaby noch Marilyn Manson ausstehen kann. Den Okay Okay Part 2 war in Ordnung, whatever. Junior Part 2 mit Ty Dolla Sign hätte ich auch nicht gebraucht. Aber wie gesagt, Jesus Lord Part 2, allein schon wegen der Jada Kiss Strophe. Es ist so schade, dass Jada Kiss nicht öfter mit Kanye was gemacht hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine Schande, weil ich denke, Jada Kiss ist so ein sensationeller Rapper. Leider hat er es aber nie auf die größeren Alben der letzten Jahre geschafft. Ich hoffe, dass vielleicht mal da was kommt. Jedenfalls, um auf Jesus Lord zurückzukommen, Jay Electronica ist auch sensationell, aber dieses Instrumental ist so faszinierend. Ich fühle mich gesegnet, wenn ich sowas höre, ja? Und ich bin nicht mal gläubig. Ich glaube, der Jesus Lord 2 Track geht sogar 11 Minuten lang, aber man spürt das nicht. Und wenn man einen 11 Minuten Song nicht spürt, dann ist das ein Masterpiece. Track 18 habe ich mir nicht angehört und werde ich mir niemals anhören. Da ist Chris Brown drauf und auch Donda wird mich nicht dazu bringen, Chris Brown anzuhören. Track 19 ist eine weitere Interlude, die sehr, sehr unnötig war und sehr fragwürdig für mich ist. Das ist nämlich die Pop Smoke Strophe aus Tell the Vision auf dem Faith Album. Aber so furchtbar abgemischt, so als hättest du es von der Handykamera die Auto genommen. Man könnte auch definitiv sagen, das ist der am schlechtesten abgemischte Kanye West Song aller Zeiten auf einer gewissen Art und Weise. Warum zum Fick der Song hier drauf ist,
keinen blassen Schimmer. Ich denke, er wollte einfach bloß eine letzte Ehre an sich erweisen zu Pop Smoke oder sowas. Aber ich denke, das kann man weitaus besser machen. Und zwar nicht mit so einer komischen Pfeil, die man irgendwie kurz mal so rippt und ein bisschen A Cappella-mäßig so gut wie geht da drauf haut. Track 20 heißt Lord, I Need You. Das ist einer der Tracks, den ich jetzt nicht so unfassbar feiere. Aber ich denke trotzdem, es ist ein guter Song. Ich mag den. Kanye hat auch gesangstechnisch sehr viel drauf mittlerweile, sodass das auch einfach sehr sympathisch klingt. Und zusammen mit dem Sunday Service Core ist da was Gutes entstanden. Track 21 ist Pure Souls featuring Roddy Ricch und Shen Si. Bin mir nicht sicher. Tut mir leid. Super Performance von Roddy Ricch. Super Performance am Ende, vor allem auch von dieser Shen Si oder whatever the fuck. Und das Outro, was sie hier zur Verfügung stellt, ist wirklich tatsächlich eine sehr tolle Bereicherung. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass der Song ein bisschen zu lang ist für meinen Geschmack. Der geht 6 Minuten und der musste nicht unbedingt 6 Minuten gehen, aber ist in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Dann haben wir Track 22 namens Come to Life und das ist eventuell einer meiner absoluten Lieblingssongs von Kanye ever. Ever, ever. Forever, ever. Forever, ever. Ich finde den Song so schön und ich habe fast geheult, als ich den gehört habe. Da ist so viel Passion drin, da ist so viel drin, was diesen Song so wundervoll macht. Die Piano-Melodie, die hier teilweise ein Solo bekommt, ist so geil. Man kann sich vielleicht darüber streiten, aber ich denke, das ist die beste Performance von Kanye auf dem ganzen Album. Und ich bin so dankbar, dass das sogar ein Musikvideo bekommen hat, weil ich denke, das sollte wirklich krass promotet werden. Und dann sind wir auch schon beim letzten Song, Track 23, No Child Left Behind. Das ist der einzige Song, von dem ich wirklich Bescheid wusste, dass er auf dem Album sein wird. Der Song war nämlich platziert auf einer Beats by Dr. Dre Werbung mit Sha'Carri Richardson. Und der Song war in dieser Preview, in diesem Werbespot schon sensationell für mich. Der war wirklich, ich weiß, ich benutze das Wort sensationell heute sehr oft, aber dieses Album ist auch wirklich in vielen Art und Weisen sensationell. Tut mir leid. Jedenfalls sensationell, sensationell, sensationell. Aber wirklich, die Preview fand ich da auch schon richtig nice. Und ich muss sagen, während ich den Song wirklich, wirklich gut finde, einer meiner absoluten Highlights, muss ich dazu sagen, ich hätte mir gerne Strophe gewünscht. Weil dieser Song hat nicht wirklich eine Strophe. Du hast halt deine Hook und das war's. Worry, der hier schon wieder gefeatured war, absolut geile Performance. Ehrenmann, hoch 10. Sunday Service, auch super gemacht. Kanye, angenehmes Fuck. Hieß dann Miracles on Me war so, so oft in meinem Kopf eingespeichert, sodass das für mich nur ein Highlight werden konnte. Wie gesagt, ich fand, es hätte eine Strophe verdient, aber es ist, wie es ist. Und so schnell sind wir auch schon beim Ende von diesem Album angelangt. So schnell, sage ich, nach einer Stunde aufnehmen. Für ein Album. Nein, aber letzten Endes ist es sehr schwer, mit Donda wirklich als Album zufrieden zu sein. Ich denke, Donda als Experience ist so eine Empfehlung wert, so eine krasse Empfehlung wert. Und da muss man nicht mal Kanye-Fan dafür sein. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Art und Weise, wie man Musik angehen kann. Aber ich denke, als Album funktioniert das nicht. Und das ist eine Album-Review. Ich mache ja nicht eine Song-Review, wo ich dann jeden Song 10 von 10 bewerten kann oder sonst was. Das könnte ich, ich mache es aber nicht. Hier geht es um das Album an sich. Das sind 27 Songs. Hier sind ein paar Misses drauf. Hier sind ein paar Songs drauf, die man gar nicht braucht. Das Album hat zwar einen klaren Kontext, aber auch wieder überhaupt nicht im selben Zusammenhang. Das Album erinnert mich auch sehr an Life of Pablo, weil auf Life of Pablo sehr das Pacing entscheidend war, weil hier schnelles Pacing key war. Und so hat das Album auch, was 20 Tracks zwar hat, sehr funktioniert. Aber hier ist es halt irgendwie schwierig. Aber hier muss ich auch wieder sagen, ich höre mir viel lieber 20 Songs von The Life of Pablo an als 27 von Donda. Oder besser gesagt 25 wegen Chris Brown und The Baby. Es ist schwer wirklich die richtigen Worte für dieses Album zu finden, weil ich auch nicht denke, dass hier das fertig ist. Ich habe letztens rausgefunden, dass Donda, das Album, einen TikTok-Account hat und auch einen Twitter-Account hat. Die sind verified. Ich kenne kein Album, das ein Social-Media-Profil gehabt hätte. Für mich ist das eher tatsächlich so eine Theatersache. Weil wenn ich mir das hinten hier anschaue, das ist für mich wie so ein Theaterstück. Deswegen ist es tatsächlich für mich so schwer zu sagen, ob sich das Album in der Fülle so gelohnt hat. Weil die Antwort für mich war auf der einen Seite ein klares Ja, das hat sich gelohnt. Ich habe viele Songs bekommen, die ich gerne hören werde. Aber auf der anderen Seite, das als Album zu haben, funktioniert für mich persönlich eher weniger. Ich denke, für einen Kanye-Superfan ist das auch wieder ein gefundenes Fressen. Die fressen sowieso alles. Aber ich bin nicht so ganz dabei. Und deswegen muss ich Kanye West Donda eine 7 von 10 geben. Und ich muss gleich sagen, das ist die beste 7, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist
7,9999 gefühlt. Aber halt aber auch wirklich nicht mehr, weil hier zu viel einfach fehlt. Zum Beispiel ein Kanye West. Für die Leute, die immer noch gerade dabei sind, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe auch noch, ihr habt einen schönen Tag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao.